Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Creativerse. Zusammen mit Sunny bin ich weiterhin unterwegs. Servus. Moin zusammen. Wir haben unsere Plattform nochmal so ein ganz klein wenig umgebaut und erweitert. Das haben wir jetzt nicht im Let's Play gemacht, weil wir dachten, hey, das habt ihr in der letzten Folge schon sehr ausgiebig gesehen. Und der Sunny ist tatsächlich aus seinem Planschbecken wieder rausgekommen, nachdem ich ihn da reingeworfen hatte. Ja, Schweinerei, ey. Ich find's immer noch gut. Das ist ein Kameradenschwein, der Typ. Genau. Das ist der Wahnsinn. Also hier soll unsere Hütte entstehen und wir haben im Offscreen so ein bisschen überlegt, hier, das markiert etwa den Mittelpunkt von Hütte und See. Hier soll dann erstmal das Häuschen drauf gebaut werden und da machen wir dann eine große Veranda aus Holzbalken und dergleichen hier raus in den See und dann natürlich auch unser Sprungbrett, ne? Das ist ja wichtig. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja, kommst du mit Holz ernten? Genau, wir brauchen viel, viel Holz. Ich habe allerdings 36 Holzblöcke. Ich weiß gar nicht, wohin. Warte mal. Ich will erstmal eine Mining Cell haben, eine neue. Oh ja, was braucht man dafür nochmal? Ich hätte gerne eine Stone Mining Cell. Wood Mining Cell, die könnte ich direkt craften und die Stone Mining, da fehlen mir Stone Slabs und die roten Blumen. Da fehlt mir nur eine rote Blume, ja okay, dann bauen wir eine. Ich baue jetzt erstmal die Wood. Ja. Ey! Scheiße, oh Mann, da hast du noch eine. Okay. Egal, kann man nie genug von haben. Nimm auch nochmal eine zweite mit. Hier, weißt du was? Geh du mal Holz sammeln? Ja. Ich baue einfach schon mal ein bisschen, ist das okay? Ja, ja, ich geh da mal los. Ich hau hier einfach mal ein bisschen Holz durch und Welches Holz möchtest du denn haben? Ich glaube, das ist egal, oder? Ja, oder man kann aus allen Wood Slabs herstellen. Also, nee, nicht Wood Slabs, mach mal Wooden Floor, gibt's glaube ich auch. Wooden Wall kann ich bauen und Thatched Wall. Fine Hazard, doesn't even. Keine Ahnung, was es ist. Wooden Floor, ja, das kann ich machen. Oha. Ist aber sauteuer. Ja, aber sieht schöner aus, glaube ich. Wood Floor. Da bräuchte ich Wood Rods von. Das könnte ich herstellen und wir brauchen viel Wachs dafür. Das kriegen wir nicht hin. Wir brauchen dafür sehr viel Wachs. Aber warte mal, dann mache ich mal unsere Bienenplantage zuerst hier. Bienenplantage vor allen Dingen. Hier sind doch Büsche. Das ist doch perfekt. Wie macht man das? Moment. Ich mache hier mal erstmal unsere Bienenkönigin, dann können die ordentlich Wachs produzieren. Ja, stell dir aber ein bisschen weiter weg. Ich will nicht immer dieses dämliche Gesumme im Haus haben. Was? Ich kann die nicht mehr sehen. Genau das meinte ich. So. Und ich habe keine Ahnung, wie man die anbauen muss, damit die effektiv sind. Deshalb verteile ich die einfach mal so ein bisschen und vielleicht ein bisschen unkoordiniert aus, wie alles bei mir. Und ist immer so, dass es halt bei uns so ein bisschen chaotisch aussieht, oder nicht? Ich glaube schon, ja. Bin mal gespannt, was das wird. Also es sind jetzt 4 Stück, die da platziert sind. Ich habe selbst... warte mal, damit wir hier anständig hantieren können, brauchen wir auch eine Kiste, ne? Nur über Kisten können wir ja handeln. Eine Wood Chest. Brauchen wir Wachs, Bivex, Wood Slab. Und Bivex kann ich wo herstellen? Oder muss ich das... Kannst du finden. Kann ich nur finden, ne? Ich habe bisher leider Gottes nur diese Bienenkönigin gefunden. Noch nicht den Wachs. Das ist alles ein bisschen schade. Ich habe auch noch 2 Queen Bees. Also so oder so, wir brauchen Slabs. Ich mache jetzt erstmal ordentlich Slabs. Ja, aber denk dran, dass ich hätte viel lieber den Wooden Floor. Ja, ja, die Slabs sind aber auch Basis für den Wooden Floor, deshalb. Ach so, okay, das wusste ich nicht. Aber bevor wir uns da irgendwie behelfsmäßig mitbauen. Nee, es soll schon, obwohl man kann es ja immer abreißen. Weißt du, wenn du jetzt erstmal so ein billiges Holz hinmachst und das ist die Basis wieder für ja, den Wooden Floor, dann ist es auch egal. Können wir besser direkt vernünftig machen, oder? Oh, so der Meinung bin ich. Theoretisch ja. Praktisch dauert es halt ewig. Ich baue mich dann gerade mal in den Himmel mit Cracked Wood. Melted Wax. Wood Rot brauche ich. Das kriege ich ja hier auch. Das war das ja, ne? Wood Rot, genau. Kann man also auch nochmal ein paar machen. Was praktisch ist? Man kann auf Blättern laufen. Ja, ja.
Das ist, habe ich eben beim Bienenverteilen auch festgestellt. Das ist schon schön. Nur Schweinchen, wir haben Hausschwein. Nee. Hier wächst noch kein Honig, also der braucht scheins. Red Flower, das ist gut. Die brauchen wir später. Oh ja, die brauchen wir. Ja, ich bin dann auch mal ein bisschen auf Suche, weil bringt ja nichts. Da jetzt zuzugucken, wie die Slabs da rauskommen und wir können sie noch nicht verbauen. Also wir brauchen dringend nicht nur Holz, sondern Wachs. Das heißt eigentlich diese Bäume, diese Baumkronen, weil die können auch mittendrin sein, die Bienen. Eigentlich muss man Leaves abbauen und gucken, ob irgendwo mittendrin ein Bienennest ist. Ich bin gerade auf dem Weg nach ganz oben in den Baum. Aber deinen Baum. Da sehe ich Wachs. Da hinten, glaube ich, war Wachs. Die nehmen wir auch mit, die Beins. Zumindest mal so ein paar. Das ist Wachs, oder? Komm, komm, komm. Jawohl, Bienenwachs. Ah, viel Bienenwachs. Ist das egal, was ich für ein Holz hole? Ich glaube ja. Also ich kann aus dem weißen Holz, aus dem Birkenholz sozusagen, genauso das Zeug herstellen wie aus dem dunklen. Okay. Na komm. Diese Jump'n'Run-Einlagen hier manchmal. Nervig, ne? Wenn man es nicht kann, ja. So, nochmal Red Flowers. Das wollte ich nämlich noch haben. Also, ich habe eine ganze Menge Bienenwachs schon mal. Das ist gut. Das ist gut. Und da sind nochmal Red Flowers. Also, wenn man mal die Augen aufhält, dann sieht man die doch sehr häufig. Ja. Die fiesen Schweine sind wieder unterwegs. Habe ich gerade keinen Stress mit, ich bin oben im Bau. Sammel ganz fleißig, ganz viel Baum. Ich glaube, Holz haben wir gleich schon en masse. Das heißt, du hast dich oben auf einem Baum drauf und baust ihn von oben runter, oder wie? Ja, genau so. Das ist eigentlich die beste Methode, gerade bei diesen großen Dingern, ja. Bin mit Leaves, am Anfang, mit die ersten paar, bin ich mit irgendwelchem alten Billigholz, was ich noch hatte, bin ich hoch in den auf die Leaves und dann mit den Leaves habe ich dann abgebaut und hab mich dann nach ganz oben gebaut. Mhm. Und dann baue ich jetzt gerade von ganz oben nach ganz unten so einen Viererbaum, weißt du, so einen großen. Ja, genau, diese dicken Dinger. Das ist gut, durch. Wenn wir so einen haben, da können wir schon ein halbes Haus draus machen. Hier habe ich wieder massig Bienenwachs gerade. Was? Auch nicht. Na gut. Ich nehme auch hier und da einfach mal so ein paar Grasblöcke mit. Weil ich immer noch nicht weiß, ob unser Gras nachwächst. Wenn nicht, müssen wir gleich noch was holen. Ja, ich meine, gut, gibt's ja theoretisch genug. Red Flowers. Ein paar rote Pilze könnte ich demnächst auch mal wieder gebrauchen. Da habe ich genug von. Hui, diese Schweine. Und noch eins. Diese Schweine. Ihr habt Kenny getötet. Ihr Schweine. Ihr Schweine. Oh mein Gott, sie hat Kenny getötet. Wer Alimania geguckt hat, kennt das auch unter Oh mein Gott, sie haben Dimitri getötet. Das kenne ich nicht. Oh, Alimania, ein Genuss. Okay. Muss ich dir unbedingt mal zeigen nachher. Oh. Man lernt nie aus. Nein. Aber Alimania ist schon cool. Komm nicht dran. Wie viel Wachs habe ich denn jetzt mittlerweile? 15. Naja, geht schon ein bisschen was mit. Wofür brauchte ich das nochmal?
Dein Ernst? Ja, Melted Wax brauche ich für. Also ich weiß, Wax brauchte ich für. Ich glaube, das war für. Nee, für diese Wood Mining. Nee, für. Ach nee, Quatsch, für die. Für die Kiste brauchte ich das. Und für den Boden brauchte ich. Ich höre hier als das Schwein. Ah, Mann. Nein, ich will nicht ins. Mann. Wow. Drecksviecher. Warum ist tot? Nein, fast. Ich bin in, mit Shift-Tab irgendwie ins, in dieses blöde, na sag schon, Steam-Menü reingerutscht. Scheiße. Oh, macht auch nichts. Ja doch, mitten im Kampf ist das kacke. So, mitten im Kampf, ja okay. Wooden Floor, da braucht man Melted Wax für. Oh, das wie kriege ich einen Melted Wax hin? Im Ofen vielleicht? Im Prozessor, ja, natürlich. Nee, oder nee, nicht im Prozessor, sondern im Ofen, in der Forge, würde ich sagen, wahrscheinlich. Ja, das für die auch Forge brauchen wir Coal. Hast du da was? Coal? Zwei. Eins. Wir brauchen mal vier, glaube ich, ne? Sechs. Sechs? Sechs Coal. Ich schaue jetzt erstmal nach unserer Kiste. Wie baue ich denn die? Wo ist sie denn? Ich gehe gerade auf den nächsten Baum. Wo waren denn die Kisten? Bei Kisten da unten, Furniture. Ja, Kiste kann ich eine bauen, dann können wir uns wenigstens austauschen. Das ist schon mal gut. So, die hätten wir. Dafür brauchte ich auch den Wachs. Oder den brauchen wir später ja auch noch für. Also ich, wie gesagt, ich glaube, Melted Wax kriegst du dann schon draus, wenn wir das im Ofen dann zerschmelzen. So, ich bin wieder bei unserer Bude. Da steht dein Porter, ne? Oder meiner auch, ne? Mhm. Dann baue ich hier mal das Ding hin. Njam, 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 njam. Da. Boom. So, was schmeiße ich mal rein? Oh, ich habe noch eine Queen Bee gefunden, sehe ich gerade. Die pflanze ich gleich. Die Holzkiste ist nicht gerade groß. Nicht gerade geräumig. Oh, war noch eine zweite. 12 Plätze. 12 Plätze. Oh, jetzt habe ich. Wie hast du jetzt gebaut? Zwei baue ich. Also ich baue jetzt noch eine zweite. Das muss erst mal reichen. So. Was machen denn unsere Bienenköniginnen? Irgendwie machen die nichts. Habe ich die falsch gepflanzt oder so? Ich versuche die jetzt mal so mitten reinzusetzen in den Baum. Bump. Mal gucken. Scheinbar brauchen die recht lange, um sich zu vermehren. Ja toll. Rechts, Linksklick und gleichzeitig Rechtsklick drücken ist echt unintelligent. Wieso? Wenn man Leaves abbaut und Leaves ausgewählt hat und dann wieder Rechtsklick drückt beim Abbauen, hast du den gerade abgebaut und stellst wieder Leaves hin. Okay. Wollen wir so ein Schachbrett-Optik, also so mit dunklen und hellen Flecken, wollen wir so einen Boden oder wollen wir einen. Nee, den Woodfloor, der ist, glaube ich, nur einfarbig. Nee, es gibt zwei Woodfloors. Es gibt einmal einen Teil Woodfloor, der ist halt so dunkel und hell gescheckt. So wie so ein Schachbrett halt. Und dann einen, der ist einfach einfarbig, mehr oder weniger. Dann den gescheckten, oder? Da bräuchten wir noch Stone Rods für. Nicht viele, aber ein paar. Ja, Stone Rods bringe ich nachher mit. Stone Rods kann man ja in einem Prozessor aus Stein, glaube ich, rausklöppeln. Das kann ich schon mal machen. Das ist nicht das Ding. Dann machen wir das so und den Teil Wood Floor. Also wenn du durch die wenn du durch die Welt läufst und dann nur noch einzelne
Klötze siehst, also so Leafsbäume, reicht das. die spawnen eigentlich die Leaves, wenn das Holz weg ist. Das war ja bei Minecraft zum Beispiel so. Oder muss man die händisch noch wegmachen? Händisch. Schade eigentlich, ne? Aber die lasse ich da oben, das ist mir egal. Ja, ja, klar. Nur es ist eigentlich schöner, wenn die auch weg sind. Ja. Und nicht so Müll übrig ist. Also wir brauchen dringend Coal. Ey, wie wie war denn Coal? Konnte man die so abbauen oder braucht man dafür so einen Extractor? Keine Ahnung. Hast du auch nicht mehr im Kopf? Nee. Ist doof. Ich weiß nicht mehr, wo man die... War die aus den Krebsen raus hauptsächlich? Kann das sein? Oder aus welchen Viechern haben wir die Kohle gelootet? Frage. Was weißt du eigentlich überhaupt? Einiges, aber sowas nicht. Also das merke ich mir nicht. Mensch, wofür habe ich dich dabei? Zur Belustigung? Ach so. Gut, dass du es sagst. Ja. Was bringen denn die Crackwood Logs? Ja, Crack, keine Ahnung. Crack? Ich habe zwei 99er Stack Holz schon mal dabei. Sollte also erstmal ein bisschen was reichen. Ja, wie gesagt, Wachs. Ich porte gerade erstmal zurück. Wachs und Kohle. Hier, das ist dieser Tiled Floor. Schauen dir an. Ich lass mich erstmal aus dem Ladebildschirm. Bei mir bist du schon da. Sorry, das weiß man ja nicht. Mhm. Ist nur ein bisschen dunkel halt gerade im Moment. Ich mach mal. Aber der ist schick. Der gefällt mir. Ist okay, oder? Ist halt teuer, jo, wie gesagt, aber. Oh! Ey, hörst du auf, alles abzubauen hier? Was? Warum sind hier Löcher? Da ist nix. Bei mir ist da kein Loch, hier ist alles zu. Ja, bei mir ist. Ich fall hier durch ein Loch, guck mal. Hui! Weg. Bei mir stehst du da ganz normal. Vor mir. TF, ich bin unten im Loch? Nö, bei mir stehst du vor mir. Hallo, hallo Sani. Ich bin unter dir im Loch? Nö. Lüg ja? mich. Lüg mich Doch. Nicht. Jetzt bist du unten. Jetzt bist du nach unten geklitscht. Das ist ein Loch? Es ist eine Alpha-Version. Also wir müssen Kohle finden, verdammt. War hier irgendwo eine Höhle? Oh, da sehe ich ganz viel Wachs da drüben. Hui. Oh, wie viel Wachs der Baum hat. Das ist doch gut. Ja, ja, perfekt. Ich weiß jetzt, wofür man die, Leafy Leaves brauchst. Ach ja? Potions. Oh, da müssen wir die Viecher ja doch töten. Ja. Ist aber schade. Nein. Na gut. Du bist so grausam. Ja. So herzlos. Aber ich kann nicht mehr auf die... Leafy loves you. Leafy loves you. Kann nicht auf die Armor, das ist viel schlimmer. Was kannst du nicht? Ich kann die Armor nicht auswählen. Ich würde gerade gerne Armor auswählen, um mal, Wie meinst du mit auswählen? Wieso kannst du es nicht auswählen? Ich will die craften, aber jedes Mal, wenn ich... Ah, jetzt geht's. Beim Scrollen, Du musst ja einfach ziehen. Gerutscht. Du musst einfach ziehen. Also die Maustaste gedrückt halten und wie als würdest du die Seite wegschieben wollen. Okay, einverstanden. Habe ich vorhin, ich weiß nicht, vorhin letzte Folge irgendwann habe ich da auch ziemlich doof bei ausgesehen, also mach dir nichts draus. Okay. Jetzt tut's weh. Ich glaube, jetzt tut's empfindlich weh, wenn ich hier runterhüpfe. Wie bin ich denn hier hingekommen? Wie bin ich hier hingekommen? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das ist ganz viele. Autschen. Ja, Autschen! Wir brauchen ja Holz, ne? Ich
mach dann mal so einen Baum kleiner hier. Meine. Aber Holz habe ich eigentlich. Ja, ja, ich kam nur nicht mehr runter, ohne dass ich so eine Schiene Holz quasi wegmache. Ich leg nochmal einen Lederhelm in die Truhe, ich habe zu viele gemacht. Oh. So, ich will jetzt mal gucken, ob eventuell die. Na, mach schon. Scheiße. Aua. Ah, Mist. Hier bin ich. Au. Oh. Boah, die Krebse, die. Boah, die hatten ganz schön was aus, aber der hatte keine Kohle dabei. Also ich weiß nicht, wo man das Zeug hergelootet haben. Auch nicht. Müssen mal eine Höhle finden, glaube ich, für Kohle, oder? Ich habe keine Ahnung mehr, was also ich habe 271 Crackwoods dabei, 32 Elderwood, paar 20 Crackwood Logs, Ashwood Wood ein bisschen, also Holz haben wir jetzt genug, ja, dann. Passt das. Ich habe wieder einiges an Bienenwachs. Wir brauchen jetzt einfach nur die Kohle, damit wir den Bienenwachs schmelzen können. Sonst können wir den Boden nicht bauen. Dass du immer so Ansprüche hast. Ich hätte einfach Holz hingeklatscht. Nee. Einfach nö. Weißt du. Frauen. Frauen? Hallo? Das macht's nicht besser. Weiß. Noch sehr wenig Kisten hier. Vielleicht war ja auch in denen immer mal Kohle. Ich glaube, ich gucke einfach zu schlecht nach diesen Kisten. Ich bin bestimmt schon an 20 vorbeigelaufen. Glaube ich. So fixiert, wie ich auf Bienenwachs war. Also Melted Wax brauchen wir echt viel, ne? Aber das kriege ich hin. Das ist nicht das Ding. Ich glaube, aus einem Bienenwachs kriegen wir auch viel Melted Wax. Wir brauchen nur diesen blöden Ofen. Ach ne, war keine Höhle. So, was brauchen wir denn für den Ofen? Dann hole ich den. Ja, Kohle, immer noch. Ach so, ja. Mann. Wie viele denn noch gleich? Hab ich schon wieder vergessen. Wie viele hattest du? Zwei. Und du hattest? Eine, also brauchen wir noch drei. Genau, sechs. Sag doch einfach, gib mir doch einfach die Antwort sechs, dann hätte ich das gewusst. Jetzt Levis hauen. Weißt du, wo sind die blöden Höhlen, wenn man sie braucht? Sonst fällt mir alle Nasenlang in irgendein Loch rein. Ich hab hier jetzt eine. Wenn man jetzt mal auf Höhlensuche ist. Ich bin direkt am Haus und hab eine. Das sind so Antworten, die man nicht will. Aber auch eine. Zumindest weiß. Eine ganz große. Weg mit halt. Na super, den können wir noch nicht abbauen, ne? Nee, den habe ich gerade aus dem Dingens rausgekriegt, aus einem. Ach so. Wo ist jetzt meine Höhle hin? Die habe ich doch gerade noch gesehen. Da also, unten. Hier ist viel Höhle, aber wenig Kohle. Huah, jetzt hänge ich hier im Loch. Find die Beschreibung von den Fackeln immer noch so saucool. Ja, echt? Kenn ich gar nicht. Moment, ich muss sie wieder abbauen. Kann ich es vorlesen. Fackel, 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 Fackel. Da. Raucht und macht nur wenig Licht und es wäre irgendwie schon romantisch, wenn man nicht dauernd husten müsste. Ach ja, stimmt, da war was. Ja, tolle Höhle. Ich brauche eine Stone Mining Cell, ganz dringend. Kann ich nicht weiter in die Höhle hier unten rein. Mit Stone kommst du auch nicht weit für diese. Ich glaube, für den Magnetite brauchst du schon Obsidian Mining Cell. Meine ich. Gucke gerade, was ich für eine Iron Mining Cell, Obsidian Mining Cell. Obsidian nee, hätte ich. Habe ich glaube in den in die Kiste gelegt. Obsidian. Oder habe ich es hier noch? Ne, ich habe es noch bei mir. Schade. Was hast du denn? Sechs Stück. Aber da brauchen wir auch erst die Forge für. Ja. Ich baue mir erstmal eine Stone Mining Cell.
Nur ein bisschen Sand nehme ich auch mit, da kann man später Glas draus forgen. Ja. Aber ich habe immer noch keine Kohle. Das ist nicht gut. In, ja, Minecraft, nicht. In Minecraft wirst du erschlagen mit Kohle. Ja, und hier nicht. Das oder hier nicht immer. Ich überlege echt, ob ich lieber Viecher holzen soll oder ob ich schauen soll, ob man die Kohle irgendwo zum Abbau findet. Ich habe keinen Plan, was sinnvoller ist. Ich probiere es nochmal mit Viechern holzen. Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt bin ich schon wieder in Steam. Doof. Ja, wenn man Rennen drückt, ja, Shift und dann, für Rennen und drückt dann, und dann Tab, um die Waffe zu ziehen und zack, bist du. Deswegen habe ich kein Ding, da habe ich das nicht mehr auf Tab liegen. Genau deswegen, weil ich die ganze Zeit viel Ego-Shooter gespielt habe und da ist Tab immer die Score. Ja, bisher ist es mir egal gewesen, aber ich werde das wohl auch mal umlegen müssen. Ja. Armen Schweinchen, also die haben auch keine Kohle. Bisher zumindest. Oh! Was bist du denn? Im Berg. Ein Laternenfrosch. So, den habe ich auch schon. Den habe ich eben auch schon gefunden. Soll ich den angreifen? Willst du sterben? Ich bin weit weg von zu Hause, ne? Ist doof. Setzt vorher ein Porter da. Einer steht noch bei uns, meiner steht da noch. Ich will das jetzt wissen. Wo du den angreifst. Oh, der läuft weg. Der ist friedlich. Auch das, jetzt tut er mir ja fast leid. Ist einfach zu lieb für diese Welt. Oh, weg ist er. Und was kommt raus? Gunpowder und zwei Rezepte. Smooth Sandstone und Red Adobe Floor. Oh, cool. Wir können noch einen anderen Boden machen, aber der... Oh, nee. Und zweimal Arkstone. Cool. Also die lohnen sich richtig kaputt zu machen, die Viecher. Oh, Arkstone ist gut. Arkstone ist für die Truhe zum Beispiel, für die große Truhe und so. Und ich glaube auch für den Teleporter, oder? Wofür war noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber Kohle, verdammt! Mann, zum Kotzen. Toll, jetzt habe ich 10-mal Obsidian-Ohr. Damit die Obsidian-Ohr ist wie blöd. Aus dem Loot raus, oder was? Ja, ich habe hier eine Höhle, wo Kisten drin stehen. Direkt bei uns am Haus. Ach so, ja, ich glaube. Aber das Kisten, ist, die wird auch gesagt, bewacht von Monstern. Die Kiste wäre. Ich glaube, die Kisten sind in der Tat die beste Version, um an Loot zu kommen, hier was Kohle betrifft. Aber ich finde keine einzige. Da aufräumen. Weiß mal die ganzen Stones erstmal raus. Die haben wir wie Sand am Meer, Bedrocks. Stone. Und die ganzen Papierzellen, die bringe ich ja, die ganzen Papierzellen, die schmeiße ich jetzt auch weg. Ja, die kommen ja nur aus diesen Kisten raus und man weiß überhaupt nicht wofür, ne? Das sind ja so Tagebuchseiten, aber wir wissen noch nicht wirklich, was man damit anfangen soll. Falls da jemand was weiß von euch. Genau, gerne. Kommentare sind da sehr gern gesehen. Ups, sind da sehr gern gesehen, aber. Ich glaube, das ist nur so ein bisschen was für Storyline, wenn es denn mal irgendwann eine... Oh, Höhle. Wenn es mal irgendwann eine gäbe. Hose. Naja, nee, gar nicht so groß, glaube ich. Aber hier ist weit und breit keine Kohle. Sag mal. Ich baue mich gerade nach unten hin. Ich weiß, ob ich nachher wieder hochkomme. Kacke. Das ist echt kacke. Dass die Kohle so selten ist. Ja. Weil später muss man ja auch Fackeln mit Kohle herstellen, damit die mal ein bisschen mehr Licht machen. Die sind ja hier diese Moss-Fackeln. Wie gesagt, die machen ja mehr Rauch als Licht. Ja. Aber ich denke, dass du wirst, je weiter du nach unten in den Boden kommst, mehr finden. Ja, aber dass Kohle dann so weit unten ist,
Gräbst du dich jetzt gerade einfach mal stumpf nach unten, oder wie? Ja. Upsa. Ich gehe jetzt auf Kistensuche. Jetzt hilft dir alles nichts. Jetzt habe ich Stalaktiten gefunden. Noch nicht abbauen kann. Ja, alles findest du. Aber nicht das, was du suchst. Ich fürchte fast, je tiefer du kommst, desto weniger wirst du abbauen können. Irgendwann wird wahrscheinlich Bedrock oder irgend so ein Sedimentgestein, Limestone oder was da stand. Also Bedrock kann ich abbauen und Limestone kann ich auch abbauen. Hast du eine Stone Mining Cell oder wie? Ja. Achso. Aber ich habe jetzt gerade Siltstone. Warum hast du sowas und ich nicht? Warum? 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 Weil, keine Ahnung, weil ich mir eine gebaut habe. Und warum mir nicht? Ich will auch. Hol dir selbst eine. Mann. Da sehe ich was Dunkles, Schwarzes. Obsidian. Ein Stein. Es ist ohne Licht auch natürlich doppelt schwer. Deswegen stelle ich mir unten gerade überall Fackeln rein. Ja, ja, ich habe nur so 5 dabei. Der dabei. Stalaktiten, Siltstone, hier findest du alles, nur nicht das, was du suchst. Obsidian habe ich auch wieder. Und Kisten finde ich auch keine. Alles nur, weil du so einen blöden Boden willst. Entschuldigung. Frauen. Nee, weil du... Halt's Maul. Weil du... weil du so dämlich einen Ofen haben willst. Nee, den brauche ich ja für den scheiß Boden. Sonst würde ich ja nicht so einen Ofen haben wollen. Ich brauche ja Melted Wax für deinen blöden Boden. Für meinen blöden Boden? Ja. Gar nicht meinen blöden Boden. Viele? Extractor required. Jetzt werde ich aber gleich narrisch. Hast du keinen mehr? Nein. Ich setze dir mal meinen Teleporter, dann könntest du mal mit einem hier vorbeikommen. So, mein Eis ab. Wofür kann ich? Wofür mein kann Teleporter ich sitzt. Willst du kommen oder soll ich mir einen Extractor selbst holen? Komm, ich hole mir selbst einen dann. Teleportiere ich mich kurz zu deinem Ding. Ja, mach mal. Ich hoffe, das ist noch am Haus. Sonst haben wir jetzt echt voll gelitten. Hilfe. Na komm, lad schon. Jo. Okay, ich glaube für den Extractor brauchte ich Stone Slabs, genau, kein Thema. Ich bin gerade geil. Bist gerade geil? Nein, bitte nicht. Nein, aber guck mal nach unten ins Wasser. Ja, bist du da wieder aus der Höhle rausgekommen oder wie? Unten, da ist so ein im Wasser geht's weiter nach unten. Ja. Da bin ich hochgekommen gerade. Ja, schön. Aber du, Koja, wir müssen, glaube ich, unseren Boden nochmal von der Plattform nochmal überdenken. Weil irgendwie sind da andauernd Löcher drin. Bei mir ist kein Loch. Also ja, ich habe wirklich null Löcher. Cool, weil ich falle hier gleich schon wieder durch. Hier, warte. Hier ist ein Loch. Hier falle ich durch. Warte. Und hier, klack. Weg. Hier kann ich reinspringen. Warte mal, ich bin noch am Craften. Das liegt am Boden. Ich habe hier keine Löcher. Bei mir ist alles dicht. Ich glaube eher, dass das irgendwo bei dir leckt und deshalb nicht richtig aufbaut. Ich kann ja schon Rüstung an und alles hier, weißt du? Das kann ich ja nicht auf mir sitzen. Ich habe dir auch einen Helm da reingelegt. Stimmt, hast du ja gesagt. Einmal Helmchen. Und dann baue ich mir auch noch irgendwas zusammen. Ich werde doch bestimmt genug haben. Nö, habe ich nicht. Ach so, das sind die Obsidian-Rüstungen. Was brauche ich denn? Twine brauche ich, die liegt doch in der Kiste bestimmt, genau.
Na, perfekt. Und dann... Supi, eine Komplettrüstung. So, und dann hattest du dir schon so ein Stone-Dingsbums-Mining-Cell. Das kriege ich auch hin. Red Flowers habe ich doch hier irgendwo in Massen reingelegt gehabt. Hast du die alle genommen vielleicht? Das kann sein. Schmeiß sie mal bitte. Was war's noch? Red Flowers und Stone Slabs müsste ich dann nochmal herstellen. Auch aber Herr Koya. Ja, bitte? Wir sollten, glaube ich, so langsam doch mal wieder... Eine Pause machen? Aber nein, ich will noch. Moment. Ich will noch nicht. Nö. Moment. Nö. Moment. Nein. Doch, ich will noch... Nein. Moment. Stone Mining Cell. So, haben jetzt wir können mal. Wir... White Beacon kann ich jetzt bauen und Obsidian Mining Cell. Oh. Ja, White Beacon. Was ist denn ein White Beacon? Ah ja, so ein Signalding. Wenn du... Wenn du deine Urne findest, beispielsweise, dann leuchtet da ja auch so ein Signallaterne im Himmel. Es reicht nur leider nicht so arg weit, dass du das Ding siehst, aber trotzdem könnte man sich so ein bisschen orientieren oder einfach nur was verschönern. Keine Ahnung. Jo, dann machen wir hier wieder eine kleine Pause. Wir sehen uns an der nächsten Folge wieder. Dann hoffentlich irgendwie mit Kohle. Also ich werde mich da jetzt wieder zurück teleportieren gleich und die Kohle ernten. Also. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und macht's gut. Tschüss. Genau, macht's gut. Ciao.